Hallo Freunde, heute habe ich einen köstlichen Salat mit roter Beete, Kartoffeln, Matjes und Eiern. Wir essen es gerne als Hauptgericht mit frischem Baguette. Es ist aber auch eine tolle Beilage. Viel Freude beim Anschauen, beim Nachmachen und Genießen. 700 Gramm Kartoffeln wurden ungeschält gekocht im Salzwasser. Jetzt werde ich sie pellen und dann werde ich sie in größere Würfel schneiden. Ich mache das so und zweimal hier quer durch und dann habe ich so größere Würfel daraus. 500 Gramm gekochte rote Beete, die gibt es ja schon gekocht zu kaufen, wird auch in kleine Würfel geschnitten. Die sollten kleiner sein wie die Kartoffeln. So. So ungefähr. Vier gekochte Eier werden auch in Würfel geschnitten. So, und dann. Nun habe ich hier Matjesfilets, 200 Gramm sind es. Die werden auch noch in kleine Würfel geschnitten. Einmal durch und ich habe hier eine kleine rote Zwiebel. Die werde ich, schaut mal, in so, solche kleinen Teile schneiden. So ungefähr. Nun fehlt hier etwas Grünes, Schnittlauch, Dill passt sehr gut dazu oder Lauchzwiebeln, ganz klein geschnitten. Ich habe hier Petersilie aus dem Tiefkühlschrank, auch klein geschnitten. Die taut hier ganz schnell auf. Dann brauchen wir Öl. Eins, zwei, drei Esslöffel reichen. Pfeffer. Salzen. Hoppa. Schauen wir mal, ich habe hier einen Teelöffel. Ich rühre das um, dann probiere ich es nochmal, bevor ich es versalze. Lieber langsam angehen. Jetzt vorsichtig umrühren. Ich habe es jetzt umgerührt, probiert, da ist noch zu wenig Salz. Ich gebe jetzt noch einen halben Teelöffel und rühre das nochmal um. Statt Öl kann man auch Mayonnaise nehmen. Schmeckt auch sehr, sehr gut. Freunde, das war's für heute. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Bitte vergesst nicht, ein Like zu setzen und meinen Kanal zu abonnieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.